Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us 2 Let's Play. Ja, Freunde, es wird jetzt sehr emotional werden, das sage ich euch, denn wir haben in der letzten Folge mit Dina dieses Theater betreten. Ihr geht's nicht gut, sie ist anscheinend schwanger und genau da haben wir aufgehört, als Ellie eine Gitarre gefunden hat und was gespielt hat, was Joel ihr beigebracht hat. Und jetzt geht es für uns zurück in die Vergangenheit, 3 Jahre, um genau zu sein. Und ja, jetzt werden wir einen kleinen Flashback erleben. Und ja, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Morgen geht's natürlich weiter mit Call of Duty. Abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, genug gelabert. Wir starten rein. Let's go. 3 Jahre zuvor. Oh. Du musst erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Es tut so weh, ne? Es tut so weh im Herzen, Alter. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Oh, sieht das schön aus hier mit dem Wasser. Ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufenkätzchen? Du meinst einen Wurf. Krass, sieht das heftig aus hier mit dem Wasser und so, ne? Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Schubst du die einfach runter. Einfach mit Klamotten und allem. Scheiße. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Geil. Aber Joel kommt irgendwie voll so freundlicher vor als im Gegensatz zum Teil 1, finde ich. Mit dem ganzen Arm wegdrücken. So voll locker, cool drauf, für Späße zu haben. Dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja. Ein Hirsch. Sieh es. Ja. Mike? Sieht aus wie... Stell dir vor, da wäre einfach so ein Stein, der wäre auf Kopf gefallen. Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Wisst ihr, wie kalt mir wäre? Ich sag euch so, wie es ist. Mir wäre unnormal kalt. Als ob da so 40 Grad sind, Alter. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Okay. Ja, ich kann das. Genießt einfach diesen Moment, Leute. Genießt den Moment, der uns gezeigt wird. Wir beide noch zusammen unterwegs waren. Wo Ellie noch jung war. Voll ekelhaft, so nass rumzulaufen. Was ist denn mit Klamotten? Das ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten auf Gras sitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Absolut. Wo bringst du mich hin? Tauchen! Tauch doch! Ich drück Kreis! Die taucht nicht! Ellie! So, ja, okay. Wer von euch kann sich noch erinnern, wo er sie hinbringt? Ich weiß es sogar noch, glaube ich, ja. Ich müsste es wissen. Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Muss ich uns hochziehen, oder? Die könntest du auch easy da hochziehen normalerweise. Sogar hier in den Steinen. Easy.
Hier. Und Joe hat aber guten Bizeps, Alter, muss man sagen. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Boah, was ist das denn da hinten? Aber ist es eine riesige Comic-Sammlung? Nein, warte. Ach so, das ist Wasser. Ein neues DVD-Set? Toll. Wing Mong Museum. Welches denn? Alter, was ist das denn? Ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Alter, guck dir das. Scheiße, Joe. Da wären wir. Alter. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Krass. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Irgendwie macht mich das glücklich und traurig zugleich, das hier alles zu sehen, ne? Ein Buch? Euch nicht? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Heftig. Das guckt sich das mal hier alles an, einfach so ein Museum. Und interessant. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Dein Pech. Guck mal diese Melodie, Alter. Im Hintergrund. So krass. Wow, hat der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Velociraptor. Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Jurassic Park? Meint der Jurassic Park? War das eine Anspielung? Das Spiel spielt ja, glaube ich, im Jahr 2013 so ungefähr. Kann schon sein, dass der damit Jurassic Park gemeint hat. Jurassic World heißt es ja mittlerweile, ne? Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Okay, wir gucken mal. Schauen wir uns hier weiter um. Giants of the Past. Step back through time to over 50, 65 Millionen Jahre. Bruder. So krass, Alter. Dinosaurier, 65 Millionen Jahre? Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Ja, den kenne ich sogar noch. Boah, das kennt ihr noch Extreme Dinosaurs, diese Serie auf Super RTL damals. Extreme, Extreme. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte, lass es keinen Trend sein. Geil. Lass es wieder runternehmen. Da finde ich cool, dass die sowas mit eingebaut haben, dass man trotzdem noch so Sequenzen hat, wo man mit Joel und Ellie zusammenspielt. So, finde ich schon geil. Weil ich glaube, das hat vielen auch gefehlt. Weil er ja leider so früh gestorben ist im Spiel, ne? Kann ich mir schon gut vorstellen. Halt mal einen abseilen, oder was? Was ist denn für ekelhafte Toiletten hier? Oh, einfach eingetreten, die Toilette hier. Hä, hey, lol. Hey, geil. Man kann einfach mit dem rechten Stick so geil. Einfach so Grimassen machen. Geil. Geil. Ich würde mal gerne wissen, wie lange haben die eigentlich keinen Spiegel mehr gesehen? Das ist ja auch so ein Ding, oder? Meint ihr, die sehen oft einen Spiegel? Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Weil die sind ja die ganze Zeit unterwegs gewesen damals, ne? Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Der allerkrasseste Predator. Predator. Dafür man lernt ihr mehr als in der Schule, Leute. Merkt euch das. Last of Us vermittelt auch ein bisschen ein paar Sachen aus dem Geschichtsunterricht. Wie auch Assassin's Creed. Und so macht es doch Spaß zu lernen. Hühner-Nachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Boah, sieht das geil aus, das Foto da drüben. Wenn es dir gefällt. Tut es. Gefällt mir voll gut. Okay, dann lassen wir den hier. Oder ne, komm den mal mit. Vielleicht können wir den ja noch später gebrauchen. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber das Foto sieht echt geil aus, Mann. So gegeneinander kämpfen.
Heftig, einfach Dinosaurier, ey. Da ist noch ein Hut. Der ist für Joel. Komm, Joel, nimm du den Hut. Oder warte mal, vielleicht können wir... Gedankenblitz von den Rest. Ah, scheiße, ich hab gedacht, man kann den einen absetzen, den anderen dann da drauf tun, wisst ihr? Da geht's auf jeden Fall hoch. Dann bleiben wir mal erstmal nach unten, ja? Oviraptor. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Heftig. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Riesenköpfe, Alter. Aus Filmen. Geh weiter. Ist hier durch, ne? Aber mehr haben wir ja gar nicht, ne? Hier waren wir ja auch schon, ne? Ja. Ich glaube, wir können jetzt eigentlich nach oben gehen. Wir haben uns jetzt alles angeschaut hier unten. Ja, Freunde, ich rede heute nicht so viel, weil, keine Ahnung, ich sollte einfach den Moment genießen. Ja. Ja, Sarah liebt die Museen. Ja, das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Deswegen weiß er auch noch alles. Muss bezahlen, 3 Euro Eintritt! Hier sind Sterne zu sehen. Wow. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Hm. Wir können auch wieder gehen. Uranus, Neptun, Saturn, Jupiter, Mars, Earth, Venus, Mercury. Heftig. Ja, man lernt hier schon ein bisschen was dazu, ne, Leute? Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Mein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Okay, ich will das mal drehen. Man kann das doch hier drehen, irgendwas, ne? Da ist gerade weggegangen. Lass mal drücken, Dreieck. Heftiger mit Strom noch. Das Sonnensystem, oder was? Drehen, 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 drehen. Guck mal die Erde. Interessant zu sehen, ne? Nein, meine Stimme ist einfach Voice Crack. Weißt du, wie oft wir auf den Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären 7. Krass. Einfach mal hier alles zu sehen. Ein bisschen Entdeckertour hier. Ein Nester der Museenforscher. Da können wir da rein? Weil da drüben geht es ja auch noch irgendwas. Deshalb gehen wir lieber erstmal da drüben. Nicht, dass die da einfach reingehen und dann nichts passiert. Tagebucheintrag. Guck mal, was die reingeschrieben hat. One day. Ach, krass, die will auf dem Mond. Heftig, ist immer interessant zu sehen, ne? Der Hofdienst nervt. Ich verstehe echt nicht, warum manche Leute darum bitten, die eingeteilt werden, Notizen an mich mit Maria reden und fragen, wann ich mich für Patrouillen. Dina und ich haben... Ach krass, so lange kennen die sich schon. Dina und ich haben heute diesen coolen alten Campingplatz entdeckt. Sie hat erzählt, dass Kinder dort früher Sommerferien verbracht haben und Spaß hatten. Wir haben ziemlich viel mal und Bastelzeug gefunden. Draußen hat es geregnet und sie hat farbiges Papier ausgeschnitten und Kronen für uns gebastelt. Das war ein guter Tag. Hä? Ne, weiter, weiter. Kann man weiter? Ne, mehr kann man leider nicht sehen. Schade, ich dachte, vielleicht können wir ein bisschen mehr sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor 2 Jahren gemacht habe, ob wir uns das hier alles angeguckt haben. Geil, guck mal hier. Astronautenhelme. Roger, Roger. Also dieses. So cool. Abflug zum Mond startet in 3, 2, 1. Roger, Roger, we go on to a free Rob, right, Ray. Rob, Rob, right, Ray, Ray. Und Staub. Yes, yes, we go. Over this, right, Roger, Roger. Scheiße, Alter. Steht da auch NASA drauf? Nee, ne? Ist das ein... Was ein Zufall. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. So. Hier ging's doch rein. Ich schwöre, hier ging's rein. Oder? Ja, vielleicht war die Türe doch zu. Man hätte einfach nur gucken können, ob die offen ist. Aber guck dich mal diese Reflexion mit dem Wasser vom Boden an. Das ist wirklich... Bruder, das kannst du keinem erzählen, ne? Rein da. Wow. Nach dir. Krass, einfach nachgestellt, ne? Museen finde ich auch interessant, wenn das auch so Sachen sind, die mich interessieren. Boah, heftig.
zum Teufel? Krank. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das denn? Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Und das Lachen von Joel, Alter. Wie, guck mal, wie er sich freut. Schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Geil. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Roger, roger. We have a liftoff. 32 minutes, 5 p.m. Apollo 11. Als hätte die so fette Kopfhörer von Beats, Alter. Boah, einmal diese Musik. Alter. Ja, Mann, das ist wirklich verrückt. Ich krieg Gänsehaut gerade. Ich krieg Gänsehaut einfach. Guck mal, wie korrekt Joel, was er für sie zum Geburtstag organisiert hat. Das sind Momente für die Kleine gewesen, die einfach krass waren. Ne? Boah, Digga, diese Musik wieder. Hör auf. Ich muss leider dazwischen reden wegen Strikes und so. Heftig. Und da liegt er, Joel. Wahnsinn. War das okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Ein schönes Geburtstagsgeschenk. Dun, dun, dun. Oh nein. Was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Warum haben die sowas gemacht? Warum haben die Joel umgebracht in dem Teil? Ich verstehe das nicht, Digga. Dann soll er von mir aus ein Bein verlieren, aber nicht sterben. Und dann auch noch auf so eine brutale Art und Weise, wie es passiert ist, ne, Leute? Das fand ich einfach zu krass. Das war nicht fair. Das war nicht fair. Hey. Willkommen auf der Erde. Krass. Verrückt. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Vielleicht müssen wir jetzt durch diese Türe da hinten durch, oder? Oder geht's noch? Ne, hier geht's nicht. Doch, hier war noch eine Türe. Ich komme mir gerade vor, wie bei noch mehr Museumszeug. Park, ne? Alter, das ist das Geil, was mit dem Wasserfall so rein. Dann los! Und wie genau willst du da hinkommen? Wee! Ellie! Muskel immer auf mir rumhacken. Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Also, wir müssen noch mehr erkunden! Ei, 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 ei. Geronimo! Es heißt verpasst! Toll. Es heißt verpasst, wie der da runterspringt. Mann, ich wollte sehen. Und was ist das für ein Mutumba hier oben, Alter? Das ist ein Bär. Ein Bär gegen den Wolf kämpft. Der Bär.
Wer der Bär? Natural History Center. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ich mach die Tür für dich auf. In dem Moment klingelt's hier bei mir. Oder komm, ich öffne. Mein Gott, Alter. So, da bin ich wieder, Leute. Oder was für ein Zufall ist das? Die sagt hier im... Das kann nicht sein. Wirklich, manche Momente sind im Leben Schicksal. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Dass die in dem Moment sagt, okay, dann mache ich die Türe auf. Und genau dann, ich schwöre, hat es bei mir geklingelt. Wirklich, das ist geisteskrank. Als sollte es so sein. Alles, was heute passiert. Meinst ernst? Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe auch. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Oha. Oh, sieht das krass aus. I killed for them. Ach du Scheiße. Oh, alles Gute, Kumpel. Komm mal da hoch. Big Horn. Ich habe für sie getötet. Der brauchte eine Umarmung. Alter. Tod nehmen, Tod nehmen, Tod nehmen. Rüdiger! Alter. Es ist dunkel hier. Vögel haben wir hier. Krass, wie viele Vögel hier sind, ne? Aber ist mein Vogel auch dabei? Ich habe einen Nymphensittich. Nee, ein Papagei und so alles am Start. Geil. Guck mal hier. Oh, hier steht wieder was. Die vier Soldaten am Tor. Der letzte hat geweint. Alter. Scheiße. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Hör auf, Digga. Die Frau, die wir gefoltert haben, sie ist an ihrem eigenen Blut erstickt. Alter. Ich sage so, wie es ist. Ich würde sofort umdrehen hier, ne? Ich hätte sofort welche umgedreht. Ich mein's ernst. Ja, was? Die versprengten... Die was? Die versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben, sie wollten nur etwas zu essen. Komm raus, Arschloch. Das Kind, das in die Explosion gerannt ist, ich konnte es nicht aufhalten. Digga. Was stehen hier für Sachen, Alter? Das ist schon hart. Was steht hier? Die Leute im Van, wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. Digga. Krank. Krank, 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 was hier passiert. Ehrlich. Sag mal. Oh mein Gott. Warum geht's denn allein hier weiter? Das ist typisch so dieses... Als Kind, da denkt man sich, okay, komm, geht's einfach weiter. Da hat man noch nicht dieses reife Denken. Wo man sich denkt, ey, ich sollte lieber erstmal Joel holen, bevor ich weitergehe. Hat man in dem Alter noch nicht. Da ist man ein Kind. Ja? Das checkt man erst, wenn man erwachsen wird, Leute. Da steht hier auf dem Brief. Das bin ich mal gespannt jetzt. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagten unsere Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, jetzt zu kommen, würde wieder etwas in mir entfachen. Ein Sinn. Meine Eltern sind so gerne mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner früheren Erinnerungen von vor dem Ausbruch. Von der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Krank, Alter. Alter. Dämliche Fake-Viecher. Naja. Boah, sieht aber voll echt aus, wenn man in deren Augen geht. Oh mein Gott, ich schwöre. Ich habe gerade so einen Herzinfarkt bekommen. Ich spüre auf alles, Digga. Shit. Hilfe, Digga. Ich habe gerade so einen kalten Schauer im Rücken gehabt, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Lügner. Liars. Ellie? Ich bin hier. Alter.
Was war das denn? Nur irgendein Tier. Fireflies. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Das Warzenschwein. Timon und Pumba. Und das war ein Wildschwein, war das. Mich voll erschrocken, Alter. Ich dachte, da kommt erstmal ein Klicker. Aber auf einmal kommt... Okay, was passiert jetzt? Seattle, Tag 2. Okay, der zweite Tag in Seattle. Es geht wieder zurück in die Gegenwart. Da haben wir das letzte Mal aufgehört, als wir Gitarre gespielt haben. Ist einfach im Sitz eingeschlafen. Funkrauschen. Okay, wir gehen da mal noch hin auf jeden Fall. Ich kann die heutige Folge leider nicht so lange halten. Ich habe ja eigentlich gesagt immer 40, 50, also 50, 60 Minuten. Heute packe ich das leider nicht, Freunde. Als ob die das so weit gehört hat, ey. Dass dieser Funk hier funktioniert hat. Wo war das denn nochmal? Der Funk hier, ne? Rechts und dann nochmal hoch. Boah, ich kenne mich schon hier besser aus als mit meinem eigenen Zuhause. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Schwanger. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Geht's überhaupt nicht gut, ne? Shit. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13, Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ, keine Stars. Männliche Eindringling. Bewaffnet. Männliche Eindringling? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Dina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja. Und wenn was ist, schreib WhatsApp. Kennst du? Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Aha.
auch komisch dann zu wissen, ja, sie ist jetzt weg. Kommt sie wieder, kommt sie nicht wieder? Das weiß man alles natürlich nicht. Hillcrest. Ja. Das ist da, wo es weitergehen soll. Hillcrest. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Du bist richtig. Du bist richtig. Und ja, Freunde, wir machen genau an dieser Stelle bei der nächsten Folge weiter. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Nächstes Mal wird sie natürlich wieder länger gehen. Und ja, war auf jeden Fall krass, in die Vergangenheit zurückzugehen, Joel zu sehen. Schreibt mal in die Kommentare, wie da eure ersten Eindrücke waren, euer Feeling dabei. Und ja, Freunde, morgen machen wir weiter mit der Call of Duty Modern Warfare 2 Kampagne. Die geht richtig ab. Ich feiere die unnormal. Deswegen verpasst das nicht. Schaltet ein. Und darum würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich aus diesem Video. Kuss geht raus, Freunde. Danke für alles. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.